wir machen hier weiter mit Wonder Boy 3 in alt oder neu. Ich finde das so geil, dieser Wechsel. Einmal mit Knopfdruck. So. Und wir versuchen es nochmal. Wir brauchen erstmal einen magischen Säbel, um diesen hier zu einem, wieder zu einem Block zu machen. Und jetzt hauen wir das Ding hier kaputt. Da. Und haben diese Tür. Und jetzt sind wir im miesesten, härtesten, dreckigsten Dungeon, den wir hier bekommen können. Oh, das war knapp. Das sah nur knapp aus. Genau, hier unten kann man sich so, kann man sich nochmal heilen. Warum auch immer man sich hier unten erst heilen kann. Was war das denn? Wie frech. Aber zum Glück machen die nicht so viel Schaden. Eigentlich so gar keinen. Das ist gut. Das gefällt mir. Gegner, die keinen Schaden machen, gefallen mir. Big fette Like an dieser Stelle. Heißt, vielleicht kommen wir hier auch richtig gut durch jetzt mit der legendären Rüstung. Ich hoffe es zumindest. Denn es wird halt eben immer kniffliger. Oh, komm. Nicht fliegen ist der Trick. Au. Aua. Das tut doch weh. Das tut doch. Tut das nur, dass es so weh tut? So, wir müssen jetzt wieder als Ratte durch die Gegend laufen. Mouseman, rettet den Tag. So, und ab jetzt fängt das Spiel nämlich an, wieder richtig nervig zu werden. So, du hattest vorhin noch Burning Dude erwähnt. Ich kenne den Mann ziemlich gut. Bin selber ehemalige Speedrunnerin. Ah! Und habe mit ihm ein Event aufgezogen, dass die Community mitgeholfen hat, dass er auf der GDQ seinen Run zeigen konnte. Cool. Ja, Games Done Quick. Ich hab hier die Woche, wo die Summer Game, die GDQ lief, habe ich immer so parallel laufen gehabt. Weil ich finde das immer mega cool, solche Showcases auch mal zu sehen. Also klar, World Records sind natürlich cool. Aber auch diesen Charity-Effekt dahinter finde ich halt eben bombastisch nice. Und da gucke ich mir halt, eben sehr gerne an. So, jetzt muss ich überlegen. Ich muss noch weiter als Ratte laufen. Oh, verdammt. Kommt schon. Ist das jetzt euer Ernst hier an der Stelle? Habe ich? Ja, ich habe welche. Egal. Hauptsache einer davon ist weg. Geht doch. Aber die machen zumindest jetzt auch nicht mehr so viel Schaden. Ach, du hast für Germansch gearbeitet. Da habe ich nicht reingeguckt. Also ich habe, Germansch ist, fand ich, habe ich kurz reingeschaut. Aber mich hat es ein bisschen gestört, dass die halt eben, ja, natürlich verdient dadurch, dass die, dass man halt eben versuchen muss, auch ein bisschen zu synchronisieren und so weiter, dass halt eben kein Game-Sound, oder nicht wirklich Game-Sound hatten. Fand ich ein bisschen schade. Und dann habe ich halt eben lieber den Games Done Quicks Channel live geguckt, weil ich das spannender fand. Aber
trotzdem finde ich cool, dass es halt eben so einen Channel gibt, der das übernimmt, der es macht. Probier mal was. So, Gamfeed haben wir nie bekommen. Als ob sich GDQ direkt um Restream schert. Ja, gut, okay. Verständlich. Kommt das Ding wieder zurück? Nein. Stopp mal. Wir sind hier ja. Sind hier jetzt gerade. Oh, das Ding macht als Piranha-Link 205. Okay. Wollte eigentlich gucken, ob wir hier doch eine bessere Rüstung oder so hätten. Aber nee, einfach nein. Besser als die legendäre Rüstung geht einfach echt nicht. 4 Jahre warst du da und hast sogar kommentiert. Mega Respekt. Respekt. Also so krass bin ich in dieser Szene überhaupt nicht drin. Also ich wage mich gerne mal an den einen oder anderen Speedrun. Also was heißt einen oder anderen Speedrun? Ich habe hier meine 2 Speedrun-Titel, die ich gelegentlich mal auspacke. Hier Mega Man 2 für den Game Boy und Mystic Quest aka Final Fantasy Adventure, die ich ganz gerne mal auspacke. Aber die werden halt auch nicht wirklich gespielt, ne? Von daher ist die Konkurrenz relativ easy. Was heißt easy? Ich meine, wirklich, wirklich einen krassen Breakout habe ich da jetzt nicht. Okay, hier muss ich mit dem Löwen durch. Aber gelegentlich mal so einen Run finde ich eigentlich immer ganz cool und macht halt eben auch echt Spaß. Lufia 2. Anhöhle Isaac Quirk. Oh, Quirk ist cool. Welche. Gab es noch ein anderes Quirk außer das vom Gameboy? Muss ich mal ganz doof fragen. Weil ich kenn's halt eben echt nur vom Gameboy. Nur Gameboy. Ja, okay. Mein ein Cousin von mir hatte das damals. Ich fand das mega gut. Ja, okay. Hartes Feedback hier. Jetzt ist auch noch dunkel. Ich laufe dann 99 Rooms easy in unter 18 Minuten. Das ist schon eine Hausnummer. Oh. Nerv hier. Aber zumindest habe ich jetzt den, der den meisten Schaden macht. Das ist ganz cool. Oh ja, geil! Noch so ein Ding. Ja, super. Wo muss ich jetzt hier lang? Da unten lang oder wie? Also dunkle Räume sind ja echt blöde Ratespiele hier. Ja, war klar, dass ich hier irgendwo runterfallen werde. Wo war er? Er kam mir unheimlich nah hier gerade. Naja, wenn man... Ja, genau, wenn man Games mit auswendig kennt. Also ich habe auch bisher nie... irgendwas gerunnt, was ich vorher nicht kannte. Also ich... Mega Man für den Game Boy war ein Kindheitsspiel von mir. Schön.
Hier irgendwo eine versteckte Tür oder irgendwie sowas? Ja, wahrscheinlich genau hier drin. Lost Vikings. Auch ein wundergeiles Spiel. Also ich habe auch den zweiten Teil sehr gemocht. Das war noch diese Zeit, wo Blizzard noch wusste, wie man Spiele macht. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Warum bin ich... Nein! Oh, dieser Millimeter, den man hier ran muss. So, was haben wir hier? Ein Herzteil, sehr gut. Ich habe mich so geärgert, dass ich immer nur den Casual-Weg gegangen bin. Okay. Ich habe Lost Vikings nie durchgespielt. Zu meiner Schande. Oh, das sieht hier ja sehr einladend aus. Der Vampire Dragon. Pff, alles klar. Ach so, oh nein. Uff. Ah, ich muss das Gesicht treffen. Gut. Gut, dann geht's ja. Nur schön, dass ich erst einen Hit geschafft habe. So, ich lese mir gleich eure Kommentare durch. Der bekommt unterschiedliche Pattern, das ist ja dreckig. Geht doch. Ah, oh, immer diese Millisekunde, die man zu spät schlägt hier. Da ist das Spiel gnadenlos. Wieder. Aber egal, wir kriegen den hin. Ich meine, wir haben noch zwei Tränke. Schon wieder. Einfach schon wieder. Dann der im Original aus. Igitt! So. Weg. Boah, ist das... Das ist ein Ding. Er schiebt mich einfach komplett. Komm. Geht doch. So. Zwei, drei Hits noch. Ah, hinfort. Und jetzt? Bekomme ich ein Artefakt?
Also ich mache jetzt nichts mehr. Die lange beschwerliche Reise ist endlich zu Ende. Kunde deiner edlen und heroischen Taten wird nun bis in alle Ewigkeit weiterleben. Gute Nacht, tapferer Krieger. Gute Nacht, Monsterland. Ja, das ging relativ flott, würde ich sagen. Schade, es gab noch zwei Dungeons, die wir nicht gesehen haben, tatsächlich. Ein oder zwei Dungeons. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das auf einmal so abrupt... Ich dachte, das wäre echt noch ein Story-Dungeon, der eine, den wo wir so ewig auf diesen komischen Gold-Golems draufgeprügelt haben. Kannst du doch mal rein, ja? Wäre vielleicht mal eine Idee, ne? Noch mal rein zu spazieren und sich das nochmal anzugucken. Ach, sehr schön. Guck mal hier, original 1989. Müsst ihr euch mal vorstellen, das Spiel ist von 1989. So, also das letzte Ding erst machen, wenn man die ganze Welt erkundet hat. Merke ich mir für meinen Run. Okay. Mach das. Obwohl, wenn du es wirklich speedrunnen möchtest, dann empfehle ich dir wirklich die Sega-Version. Weil das ist halt eben komplett re-ramped. Du wirst einige Tricks, die du in der Sega-Version hast, wirst du hier nicht machen können. Deswegen, dann nimm dir lieber die Sega Genesis-Version vor. Ach so, okay. Das klang gerade so. So, jetzt kann ich mir aber nochmal eure Kommentare hier durchlesen. So. Lufia, das hatten wir. Lost Viking Speedrun. Ah, Lost Viking, sehr cool. Gebe ich dir recht. Oh ja, ich habe mich so geärgert, dass ich immer nur den Casual-Weg genommen habe. Allein, dass das damals auch nicht... allein habe ich das damals auch nicht durchgespielt. Ja, das fand ich auch mega geil an den Lost Viking-Spielen, dass man die halt eben zusammenspielen konnte. Den ersten Teil hatte mein Nachbar für den Super Nintendo. Und dementsprechend haben wir uns da gegenseitig mal öfter mal in den Haaren gehabt wegen. So, dann zusammen mit meiner Mutter. Das ist auch süß, wenn man es mit der Mutter macht. Wir haben unsere Mutter nicht mit irgendwelchen Controllern oder so spielen lassen, weil... Sagt euch Winter Games etwas. So, schöne Erinnerung, die du da hast. Können wir nochmal rein. Genau. Frag ihn mal nach dem Wonder... Wenn du Berlin Duke das nächste Mal siehst, frag ihn mal nach dem Wonder Boy 1. Und gut. Winter Games kennt man. Das finde ich sehr schön. Wir hatten Winter Games für den C64. Und... C64-Controller waren halt eben noch diese Analog-Dinger, die man halt eben so mit Joystick... Das waren richtige Joysticks, ne? Und eine Runde Winter Games mit meiner Mutter hat sie etwa so geklungen. Knack! Und das war dann das letzte Mal, dass wir ihr einen Joystick zum Zocken gegeben haben. Die hat so grobmotorisch damit gespielt, dass wir gesagt haben, okay, weißt du, ist okay. Darum, aber Fazit zu Wonderboy, Dragon's Trap. Ja, schade, dass ich nicht eher gespielt habe. Meine Mutter ist halt, ja, wenn die sauer wird, läuft die grün an und rennt Löcher in die Wand. Nein, meine Mutter ist toll, also. Ja, wobei Hulk, ja. Vielleicht ein bisschen.
War ein gutes Spiel. Also so für einfach mal an einem Abend durchspielen war es auf jeden Fall mega. Bin schon echt schade, dass ich das die ganze Zeit in meiner Liste abversauen lassen. Aber jetzt gucken wir uns doch nochmal. Schauen wir doch mal. Ach was, jetzt bin ich der Junge. Aber das ist ja blöd. Aber dann kann ich doch bestimmt. Moment, wenn ich jetzt der Junge bin. Kann doch mich sicherlich dann trotzdem noch verwandeln, oder? Ja, okay, das geht immer noch. So, ich muss auf jeden Fall die Eule werden. Damit ich in diesen Dungeon wieder reinkomme. Das Gute ist, dass wir ja sowohl den, dass wir die kompletten Legendary-Gegenstände haben. Dementsprechend hat man gerade auch gut gesehen, schadenstechnisch kommen wir eigentlich ganz gut durch. Was ich später mit meiner Mutter gespielt habe, das war dann auf dem Nintendo Wii, Wii Sport. Die konnte man total fürs Bowling begeistern. Also, nachdem ich hier die Wii gezeigt habe, könnt ihr euch etwa so vorstellen, ich habe dann, keine Ahnung, jeden Tag, mindestens eine Stunde musste ich mit ihr Wii Sport spielen. Ja, Wii Sports war geil. Ich habe mich noch nicht so ganz an das neue Wii Sports rangetraut. So. Und ab geht's in den nächsten Dungeon. Jetzt muss ich mal überlegen, wo war denn der nochmal? Der war, glaube ich, zum Schloss und dann nach oben, ne? Adlermann, schreite zur Tat! Nach oben war das doch irgendwie. Wii Sports Resort ein Ticken besser. Bei Wii Sports Resort fand ich den Schwertkampf geil. War doch hier, oder nicht? Oder war das hier rein? Dann hier hoch. Nee. Ein Baummann ist viel stärker. Nee, nee. Glaube ich nicht. Also Schwertkampf hat richtig Laune gemacht. Da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Wo war denn dieser Dungeon jetzt nochmal? Da gab es auch Tischtennis. Das kann sein. Aber Tischtennis habe ich, glaube ich, das letzte Mal gespielt. Da war ich in der ersten Klasse. So lange ist das schon her. Nee, wo war dieser Dungeon nochmal? Hier war er scheinbar nicht. So, weil hier komme ich jetzt wieder aus dem Brunnen raus. Genau. War ein Secret Dungeon auf jeden Fall. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Secret Dungeon war. Ich glaube, ich weiß es wieder. War das nicht hier am Strand und dann hier hoch irgendwie? Nee. Kommt wohl auch nicht hin. Probier's trotzdem einfach mal. Man kann ja nicht schaden, hier einfach mal auszuprobieren. Nee. Definitiv nein. Dann war der Weg. War das, glaube ich. Da holt mich das Ding einfach vom Himmel runter.
Hat sich jemand den Weg zu diesem Dungeon gemerkt? Scheinbar nicht. Allein, dass es hier nochmal ein Secret Dungeon gibt, finde ich halt eben so geil. Stimmt, hier war das. Oder? Na, und dann Richtung, Richtung Schlucht. Oder? Leute, wacht auf, ich brauche eure Hilfe. Help! Du helft! Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß einfach nicht mehr, wo der Dungeon war. Ich gehe jetzt hier einfach weiter, in der Hoffnung, dass ich mich nicht verflogen habe. Also Pilot wollte ich damals zum Glück nicht werden. Ich glaube, hier war nichts. Wir sind schon so weit außerhalb. Kann noch mal jemand im Replay nachschauen oder so? Ey! Heute wird es Regen geben, die Vögel fliegen tief. Ich finde die Sonnenblumen voll süß, ne? Okay, hier war es nicht. Vielleicht auf der Seite? Da war auch nicht, ne? Nee. So weit am Ende war es dann doch nicht. Hier ging es auch nicht weiter. Oder war das dann doch in diese Richtung? War das am Ende doch nochmal hier? Einfach hier hochgeflattert? Nee. Toll, jetzt komme ich aber nicht mehr zurück, ne? War denn das nochmal? Ah, aber warte mal. Jetzt kommen wir hier in das Haus rein, ne? Das ist doch auch nochmal was. Ja, gut. Alter.
Wie? Ich komme hier nicht mal raus. Weil ich ständig stuck bin. Wie zum Henker soll das denn funktionieren? Klappt doch nicht. Das funktioniert doch nicht. Das ist doch gar nicht möglich. Wie soll denn das bitte klappen? An der Stelle. Das war aber auch nicht der Teil vom Dungeon, den ich eigentlich gesucht habe. Ich bin jetzt leicht verwirrt. Mit leicht meine ich... Schade ist, dass man jetzt auch nicht irgendwie eine Schnelltaste hat oder so, mit der man einfach mal wechseln kann, oder? Oder habe ich das und sehe das nur nicht? Nee. Leider nein. In dem Dungeon nicht mehr. Aber hier war das auch nicht, ne? Ich finde echt den Dungeon nicht mehr. Das ist super weird. Warte mal. Nee. Genau, hier kam man nämlich nicht durch. Was, ich schau einfach mal nach. Okay. Okay. Oh. Na, Moment. Kleinen Moment.